Jeder Mensch kann etwas anderes gut. Es muss also gar nicht jeder alles können, denn wir können uns gegenseitig helfen und dadurch sind wir deutlich stärker. In diesem Video hier möchte ich dir etwas zur Psychologie des Helfens erzählen und wie wir anderen auf Augenhöhe helfen können, entweder indem wir mit anpacken oder einen Tipp geben. Anderen zu helfen ist bei uns Menschen genetisch verankert. Unsere Vorfahren in der Steinzeit, die konnten nur überleben durch Teamwork. Und auch später hat gegenseitige Unterstützung die Menschheit vorangebracht. Vor allem in Krisenzeiten, zum Beispiel wenn die Ernte nicht gut war oder wenn durch Naturkatastrophen große Schäden entstanden sind. Aber auch bei alltäglichen Problemen ist es gut zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die einem helfen. Anderen zu helfen bedeutet, du bist mir nicht egal. Wenn wir helfen, dann geben wir etwas von unseren Ressourcen. Also wir schenken unsere Zeit oder wir stellen unsere Energie oder unser Wissen zur Verfügung oder wir helfen materiell, also wir geben Geld oder Gegenstände. Psychologische Studien konnten zeigen, dass selbst schon bei einjährigen Kindern zu beobachten ist, dass sie anderen helfen. Zum Beispiel, indem sie trösten oder indem sie teilen oder indem sie Informationen geben. Und das Spannende ist, die Kinder tun das meistens, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und genau das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir anderen auf Augenhöhe helfen wollen. Wir tun es allein für sie. Wir tun es nicht dafür, dass wir einen Vorteil haben oder dass wir gelobt werden oder von den anderen mehr gemocht werden. Anderen auf Augenhöhe zu helfen, bedeutet, die Person in ihrer Situation und mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen und mich selbst für einen Moment auszublenden. Zu dieser Einstellung gehört, dass man die Person erst einmal fragt, ob sie denn überhaupt Hilfe möchte und dann im Gespräch rauszubekommen, was sie als hilfreich empfindet. Ganz banal, will sie, dass man ihr etwas abnimmt oder will sie eher, dass man ihr zeigt, wie sie es alleine hinbekommt. Beides ist völlig in Ordnung. Hauptsache, sie will das auch so. Ansonsten kann helfen schnell übergriffig sein. Statt die Person zu stärken, schwächt man sie, weil man sie überrumpelt. Und schließlich gehört zum Helfen auf Augenhöhe, dass die andere Person die Chance hat, einen Lösungsweg selbst zu entwickeln. Was mir geholfen hat, kann für jemand anderen völlig unpassend sein. Und vielleicht kennst du es ja auch von dir selbst, wenn du Tipps bekommst, die meisten davon setzen wir doch gar nicht um, auch wenn sie erst einmal gut klingen, aber sie fühlen sich für uns einfach nicht zu 100% passend an. Helfen auf Augenhöhe bedeutet deshalb erst einmal nur, dass wir für eine andere Person da sind, dass wir zuhören, Fragen stellen und mitdenken. Und wenn wir das tun, dann tun wir schon wahnsinnig viel und das kann dann auch eine ganze Menge anstoßen. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.